Das war im vergangenen Jahr. Volles Haus bei der Vernissage mit dem Pop-Art-Künstler Robert Scarra und seinen Werken. In diesem Jahr ist alles anders. Auf den Künstler aus Frankreich und die Coburger Gäste muss verzichtet werden. Zum ersten Mal gibt es in der Remise der Glaserei Späth eine Ausstellung ohne Publikum. Ja, wir sind sehr, sehr traurig und wissen auch, dass es ganz viele Menschen in Coburg gibt, die ganz gerne gekommen wären, weil sie letztes Jahr natürlich eine fulminante Ausstellung hier erlebt haben mit Scarra. Ja, und wir nehmen es jetzt, wie es ist, und die Bilder sind gehängt. Sie können von außen gesehen werden, bei uns auf der Webseite gesehen werden und auch ja, dank ihrer Reportage eben auch auf ihren Seiten von ITV. Die Collagen sind ein Hingucker, schrill, bunt und frech collagiert. Mickey Mouse, Marilyn, Popeye und viele andere Comichelden, Stars und Legenden hängen an den Wänden. Scarra komponiert die Werke bekannter Künstler völlig neu, in einer Ölmischtechnik mit Harzbeschichtung. Die Collagen hängen voraussichtlich noch bis zum 19. März in der Remise und können nur von außen gesehen werden. Wer Interesse hat, kann die Werke kaufen.